Zeit für ein Duell. Da bist du. Wir spielen heute wieder eine Runde Jojo. Wenn wir heute mal Déjà-vu spielen, ja, das können wir überspringen. Dann nimm ganz mal Geschichtsdeck einfach. Wie spielen wir heute überhaupt? Wir schauen mal. Und wir spielen Zette Kaiba gegen Alistair. Okay. Was wollen wir nehmen? Komm, wir nehmen Stein. Oh, gewinnen sogar. Perfekt. Sehr gut. Können wir als erstes anfangen. Wir haben ja schon öfter mal mit Zette Kaiba gespielt gehabt. Wir kennen ja auch seine Karten. Sollte für uns ja kein Problem sein. Okay. Den weißen Drachen haben wir schon mal gekriegt. Das ist mal sehr gut. Was ist das hier? Die Karte kann... Die Karte wird... okay. Wir aktivieren erstmal Krugdeck hier. Ziehen erstmal zwei Karten hier. Komm. X... Ne, Y Drachenkopf. 1500, 1600. Und dann haben wir noch unsere Katze hier. Falls ein Monster von Typ Drach auf dem Spielfeld rüstet das diese Karte 400 ATK. Okay, was haben wir hier? Drache, lege eine Karte auf die Fusions. Kämpfe in der Hand von Spielfeld. Oh komm, wir aktivieren die einfach mal. Komm. Nehmen wir die. Will eine Karte auf dem Friedhof. So, okay. Können wir die? Nein? Oh, ja. Mega. Okay. Das ist doch mal ein guter Move gewesen, würde ich mal sagen. War doch ein Spitzenmove. Die können wir nochmal in Verteidigungsposition setzen. Was haben wir hier? Den Tyranne, Tannyser Explosionsdrache. Okay. So, beenden wir uns doch. Also, das war jetzt unerwartet, aber wir haben ein starkes Monster. 2900. Ist nicht schlecht. Können wir mitarbeiten. Vielleicht kriegen wir unseren weißen Drachen auch noch. Dann setzen wir den hier. Ah, komm. Den setzen wir mal in Angriff. Den flippen wir auch mal. Ja, und greifen einfach mal an hier. Komm, was soll's. Wir wollen ja gewinnen hier. Auf geht's, auf die Karte. Ah, können wir zerstören. 1500, hinterher. Direkt auf Lebenspunkte. Und 2900, nochmal. Bam. Ha. Und bitten nur noch so. Ja, Alistair, damit hast du nicht gerechnet. Ich zwar auch nicht, aber hey, wir werden wahrscheinlich gewinnen. Geht mal von aus. So, was haben wir? Oh, Wiedergeburt. Was können wir denn hier holen? Haben wir irgendwie einen Drache auf dem Friedhof? Nee, ne? Hm. Wir könnten einen Effekt aktivieren. Dabei und kann nicht... Na, das ist eine Störung. Diese Karte kann alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Du kannst auf dem Monster wählen. Du kontrollierst das... Ziel mit weiter aus und ja, was machen wir denn? Komm, wir greifen an. Er hat ja auch keine Fallenkarte gelegt. Er hat dieselbe Karte. Wir greifen noch mal mit 1500 direkt an und mit 2900 und gewinnen das Spiel. Alles klar, damit hast du nicht gerechnet, ne? Wieso? Ich auch nicht. Aber gut. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts verpasst habt. Würde mich mega freuen und mich mega unterstützen. Würde mich auch mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! Dann bedanke ich mich erstmal und sage auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!